Was machst du da? Du weißt schon, dass dieses Schießen und Töten und Klauen und Drogen und Sex alles Sünde sind in Videospielen. Was geht? Corey hier. Und heute kommt Teil 2 zum Thema: Sind Videospiele Sünde oder darf ein Christ zocken? Ich habe eine Playlist zusammengestellt mit dem Titel Darf ein Christ, in dem ich dieses Thema aufgreife. Darf ein Christ das? Darf ein Christ dies? Und in dieser Playlist seht ihr auch ein anderes Video. Darf ein Christ sich tätowieren lassen? Meine Antwort ist natürlich klar, nein, das darf man nicht. Aber ihr könnt euch das ja mal selber anschauen. Im ersten Video habe ich schon gezeigt, dass Videospiele ganz klar Sünde sein können, wenn sie zeitlich dein Leben bestimmen. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, werde ich das unten in die Beschreibung verlinken. Das ist das Wort. Heute geht es darum, ob wir als Christen Spiele wie Ego-Shooter, Horrorspiele oder sowas spielen sollten, in denen Themen wie Mord und Hass und Gewalt und so verherrlicht werden. Und auch hier muss ich wieder sagen, ich bin mit Videospielen aufgewachsen. Ich habe Ego-Shooter gespielt, ich habe RPGs gespielt, Horrorspiele, ich habe Strategiespiele und Sportspiele gespielt. Aber zurzeit mache ich mir da ein bisschen mehr Gedanken, so was für Spiele ich spielen sollte oder nicht spielen sollte und wie viel das Thema mein Leben bestimmt. Aber bevor wir anfangen, vergesst nicht zu abonnieren, das hilft mir sehr viel. Und zu kommentieren vor allem. Also in den letzten Videos wurde sehr viel kommentiert und das freut mich immer. Also wir können miteinander reden, ich sehe jeden Kommentar und ich werde auch darauf antworten. Wieso denkst du oder denkt man, dass Videospiele Sünde sind? Das kann ich dir ganz klar beantworten. 2. Mose 20,13, du sollst nicht töten. Genau sowas kann man fast auf jede Art von Videospielen anwenden. Es gibt Bibelstellen zu, man soll nicht töten. Es gibt Bibelstellen, in denen es heißt, wir sollen nicht zaubern, aber man zaubert in Videospielen. Dämonen kommen vor und so weiter und so fort. Aber ich denke, so pauschal kann man das nicht anwenden. Und diese Ausrede, dass es nicht echt ist, finde ich persönlich sehr schwach. Weil es gibt auch Zeichentrick- und Animationspornos. Das ist trotzdem falsch, auch wenn es nicht echt ist. Hier denke ich, geht es eher darum, was macht es mit dir? Also gehen wir mit Hass in diese Videospiele? Erfreuen wir uns, wenn wir jemanden in den Kopf schießen können? Nehmen wir diese Zauberei, die da vorkommt, für echt? Bekommen wir irgendwie schreckliche Angst und es macht einfach psychisch was mit uns? Wenn Kinder Räuber und Gendarme spielen, geht es darum, dass sie sich gegenseitig umbringen? Geht es darum, dass sie Diebstahl begehen? Nein, es geht in erster Linie geht's darum, Spaß zu haben oder Gemeinschaft zu haben. Nur weil du Räuber spielst, heißt es nicht automatisch, dass du sündigst. Also ich denke nicht, dass das so ist. Und ich denke, genau so können wir das auch auf Videospiele anwenden. Heißt für mich persönlich, wenn ich ganz klar Videospiel und Realität trennen kann, kein Hass in mir hochkommt, dann ist es keine Sünde, nur dieses Spiel zu spielen. Trotzdem stelle ich mir die Frage, sollten wir diese Spiele spielen? Sogar Nicht-Christen haben ja auch gemerkt, dass diese Videospiele irgendwas mit dir machen. Klar sage ich jetzt nicht, wenn du ein Ego-Shooter-Spiel spielst, dann wirst du zum Amokläufer. Nein, das nicht. Aber trotzdem machen Videospiele irgendwas mit dir. Und deshalb wurden ja auch so Dinge wie FSK oder USK eingeführt, damit manche Spiele von manchen Menschen einfach ferngehalten werden. Also was lassen wir als Christ in unseren Kopf? Psalm 101,3. Ich will nichts Schändliches vor mein Auge stellen. Das Tun der Abtrümmigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften. Gewaltverherrlichende Spiele wie Mortal Kombat oder GTA oder dämonische Spiele wie Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls, was auch immer es noch so gibt, sollten wir diese Spiele spielen? Alles das habe ich gespielt und es kann auch sein, dass ich das immer noch spielen werde, immer mal ab und zu. Aber ich stelle mir halt einfach nur die Frage zurzeit, sollte ich meinen Kopf mit so etwas füllen? Das große Ding bei Videospielen ist ja, freue ich mich daran, dass ich jemanden aus dem Auto ziehen kann, erschießen kann, dann sein Auto klauen kann und losfahren kann. Freue ich mich, dass ich mit x-beliebigen Frauen schlafen darf in diesem Videospiel, dass ich Drogen nehmen kann, dass ich alles das machen kann, was ich in der Wirklichkeit ja nicht tun kann. Denken wir so. Ein Vers, der mich richtig angesprochen hat, Lukas 11, 34 bis 36. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen,
bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber betrübt sind, ist es dunkel in dir. Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Inneren nicht erlischt. Wenn du es einlässt und keine Finsternis in dir ist, dann lebst du im Licht, so als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt. Egal ob Videospiele, Serien, Filme, Musik, Bücher, was auch immer, wenn du dich von diesen Dingern füllst, dann wird das Licht, was in dir reinkommt, getrübt. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist gut für uns. Es geht eher darum, dass manche Dinge einfach nicht gut für uns sind. Das heißt, Hass, Gewalt, Egoismus und alles Negative, das macht was mit uns und das ändert das Licht, was eigentlich in uns sein sollte. Sprüche 4,23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Ich muss euch mitnehmen in ein Beispiel aus meinem Leben. Und da geht es noch nicht mal um Killerspiele. Es geht eher darum, um FIFA, um Fußball, ein Sportspiel. Und ich habe immer mit meinem kleinen Bruder gespielt, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich verloren habe oder wenn ich gedacht habe, ich habe unfair verloren, obwohl ich besser gespielt habe, wie auch immer, ist in mir was hochgekommen, ist in mir Wut hochgekommen, irgendwas, ne, also klar, jeder versteht, es ist witzig und Wut, aber es wurde so extrem, dass wir uns auch gestritten haben und dass wirklich etwas Negatives, negative Stimmung reingekommen ist. Und es ging so weit, dass ich dann irgendwann sagen musste, wenn ich so schlecht drauf werde, dann müssen wir aufhören. Weißt du, dann machen wir da einen Cut und dann warten wir, bis ich mich wieder beruhigt habe. Aber daran sehe ich einfach nur, dass Videospiele, egal ob Mord, Killer, etwas mit dir tun. Und davor müssen wir aufpassen. Aber auf der anderen Seite können Videospiele auch was super Positives sein. Zum Beispiel im Thema Videospiele. In Schweden gibt es eine Schule, die als Unterrichtsstunde Minecraft haben. Das heißt, die spielen Minecraft, um den Kindern etwas beizubringen. Einfach nur ein kleines Beispiel. Fast Food, würde ich jetzt mal sagen. Isst du zu viel Fast Food, dann machst du dich krank. Isst du aber Gesundes, dann bleibst du gesund. Jetzt ganz grob. Und so, denke ich, ist es auch ein bisschen mit Videospielen. Videospielen können auch dieses Fast Food sein. Du konsumierst es zuerst, dann ist es gut, schmeckt gut, aber langsam macht es sich krank von innen nach außen. Und deshalb, denke ich, brauchen wir auch immer wieder was Gesundes. Gottes Wort zum Beispiel. Videospiele können etwas Großartiges sein. Ich finde, noch viel besser als ein Film oder eine Serie, kann das dich in so eine Welt mitnehmen und du kannst einfach so viel erleben, auch positive Sachen. Du gehst mit positiven Gefühlen raus, weil meistens geht es ja darum, du bist der Gute und musst das Böse besiegen. Das heißt, Videospiele können auch gut sein. Aber das ist der Grund, wieso ich auch darüber reden möchte. Videospiele können etwas Großartiges sein, aber sie können dich auch krank machen. Und hier ist wieder das, was ich immer sage. Ihr müsst selber hören, ihr müsst selber drauf schauen. Und das ist das Problem. Videospiele können dich ganz leicht dazu führen, deinen Kopf abzuschalten und nur noch zu konsumieren. Und ich denke, das ist super schlecht für dich und das macht dich krank. Aber wenn du klar darüber nachdenkst und du weißt, du kannst erstens klar differenzieren, dann weißt du, oh, das macht was mit mir, darum lasse ich es mal kurz ein paar Wochen oder sowas, spiele ich es nicht mehr. Genauso wie auf deinen Körper mit Essen, musst du bei Videospielen auch auf dich hören, so, was macht es mit dir? Kolosser 3,2. Richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und lies das auch weiter, weil ich bin mir sicher, dass dich das ermutigen kann, so wie es mich ermutigt. Und zu euch Gamern, euch christlichen Gamern. Geht ihr aus einer Gaming-Session heraus, gestärkt und wollt Gottes Willen tun? Oder seid ihr ausgelocht und das Einzige, was ihr noch machen könnt, ist schlafen? Lasst uns diese Frage täglich stellen, täglich nach jeder Gaming-Session. Aber das ist nur meine Meinung. Was denkt ihr zu diesem Thema? Seid ihr vielleicht Gamer und habt euch mit diesem Thema mal beschäftigt? Oder vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung und sagt, wir sollten gar nicht zocken oder Zocken macht nichts mit dir. Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare. Das freut mich jedes Mal, wenn ich einen Kommentar lesen kann und beantworten kann. Und falls dir das Video gefallen hat,
da ist unten so ein Like-Button, den kannst du auch gerne liken. Das sagt YouTube, ja, ja, das Video ist gut. Und dann wird es vielleicht mal irgendwo vorgeschlagen. Genauso könnt ihr das Video auch teilen und vergesst nicht zu abonnieren. Die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir, wenn ich es hochlade. Okidoki, dann bis zum nächsten Mal. Corey hier, ihr da. Alles klar.